Hallo, Jut, hab ich's meine Güte. Und herzlich willkommen zu einer Folge von Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Ich bin schneller als der Trailer. Der Sternstabra. Okay, damit kann ich leben. Neuer Tag, neue Folge für euch. Für mich ist immer derselbe Tag. Ich habe nur schnell Thumbnails gemacht und hochgeladen im Hintergrund. Los geht's! Aber obwohl Paoria besiegt worden war, senkte sich der heilige Tempel immer weiter auf die Stadt herab. Diese Synchronisation. Diese Übersetzung. Wir müssen in den heiligen Tempel eindringen und verhindern, dass er auf New Dominion City kracht. Nein, müsst ihr nicht. Sherry, warum nicht? So, und der Anführer der Iliaster hat mir gezeigt, was die Zukunft bringt. Yussi, wenn du seinen heiligen Tempel betrittst, es wurde vorhergesagt, dass du da nicht zurückkehren wirst. Wenn aber genau das nötig ist, um die Bewohner von New Dominion City zu retten, dann muss es eben sein. Yussi und seine Freunde bahnten sich einen Weg in den heiligen Tempel und es gelang ihnen, den Tempel zu deaktivieren. Im heiligen Tempel traf Yussi auf ein bekanntes Gesicht. Ich erinnere mich an alles. Bruno, bist du es? Was machst du hier? Nein, nicht Bruno. Mein Name ist Antinomi. Meine Erinnerungen sind zurückgekehrt, bla 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 bla. Ich bin zurück in die Zeit gereist, um Sohn und seinen heiligen Tempel vor dir zu schützen. Klar. Einfach mal so. Warum auch nicht? Macht ja auch Sinn, bestimmt, in irgendeiner parallelen Dimension. Aus irgendeinem Grund, denke ich. Vielleicht. Synchronfängermonster, bitte. War das gerade hässlich wohl? Moment. 3. 3 und der hat 1. Schade. Nicht ganz das gewünschte Ziel, aber okay. Nee, dafür riskiere ich das noch nicht. Muss ich auch nicht. Was geht denn hier? Nein, habe ich gesagt. Hör auf damit. Hyperbibliothekar. Klingt cool. Oh, ich meine Güte, wie oft soll ich noch drücken? Drück mal gleich die Fingerwund hier. Flip. Na, kommt reißen Attribute oder sowas? Nein. Na dann, Gerümpelsynchronisierer im Angriffsmodus. Ja, selbstverständlich wird sein Effekt aktiviert. Hol mir das Klanghühnchen zurück. Warum auch immer. Ich kann. Okay, Todesfall. Auch nicht schlecht. Keine Ahnung, was in dem Deck zu hat. So. Was zeigt ihr mit 12 Millionen anderen, die ich konnte haben? Ja, Krümel. Warum soll ich das wählen? Nee, nee, wir beim Klassiker. Sternstaubdrachen, gut ist. Mein Hals. Jesus Christ. Leprakranker, ja. Nein, die gab's damals nicht, hab ich gesagt. Was da? Long time no see. Sternstaubdrache. Lass dich nicht ziehen, das lässt mich kalt. Und weiter jetzt. Angriff. Und nein, ich will keine Karte aktivieren. Nein. Die Finger und ja. Spenden, danke.
Jetzt Grumpel-Synchronisierer wiederhole. Bringen wir es gar nicht rein. Moment, okay. Setzen, was sehen wir nicht. Hat seinen Effekt nicht mehr, ist mir egal. Wenn er zerstört wird, ist er zerstört. Angriff. Nein. Ha. Synchro, also. Synchro. Ja gut, sind ja auch die Verteidiger des Synchro-Monster, oder? Angriff, oder? Ich hab keine Ahnung. Bruno. Was ist das für ein Name? Von Bruno auf Antinomi. Ich glaube, Bruno ist angenehmer. Klingt doof, aber Antinomi in der Schule heißen möchte ich auch nicht. Die Wundermagierin. Was hat die denn Schönes drauf? Nein. Was soll's? In was? Wo? Wie? Warum? Langsam. Ich komme nicht hinterher. Das war allerdings keine gute Idee jetzt. Aus mehreren Gründen. Nicht gleich offenbaren. Ja. Ins. Selbstverständlich sein Effekt. Nein, ich nehme den hier. Zack. Danke, danke, danke. Dann holen wir uns den Stachelschraubenigel auch noch zurück. Das ist sein besonderer Effekt. Danke, danke, danke. Und jetzt. Ja, das hier. Eins, zwei, zack. Alle weg. Boah, was ist denn da draußen für ein Notfalleinsatz hier? Ein Hirn, was da? Frechheit. Unverschämt. Egal. Warte jetzt, Sternstaubdrache, Angriff. Na, na weniger. Kannst du deine Effekte hin und her drehen, wie du willst. Das kann ich nämlich auch. Da lasse ich Yu-Gi-Oh! Nach der dritten Staffel erstmal ausfallen und nach einer Runde Starbound. Ich glaube, die Zuschauer gehen an die Decke. Würden es aber nicht kommentieren. Möchte ich nur noch mal festhalten, ja? Man muss das ja alles sehr locker sehen. Was? Ja, klar. Ein Kraftgladiator. Klingt ja auch interessant. Na, von mir aus. Du da verlierst erstmal anders Punkte. Dann. Gehen wir auf Nummer sicher. Entfernen den hier kurz. Zack, um meinen Kleinen hier unbesiegbar zu machen. Dankeschön.
Nur Angriff. Das ist so stark, ist nämlich vorne. Ist die scheiß Zauberkarte da. Oh, nochmal, super. Cool, schade, ne? Dann muss eben auch der Stachelschraubenigel mal angreifen. Why not? Da man zum Teil sowieso vernichtet werden. Was haben wir da? Tschüss. Komm, zeig mir, was du drauf hast. Eine Karte, die extra für dieses Duell wahrscheinlich nur erschaffen wurde von den Herstellern. Also ich meine von Maximilian Pegasus, was sonst? Lore, freundliches Let's Play. Wir sind hier voll in Charakter, das möchte ich nochmal feststellen. So. Selbstverständlich machen wir das. Wir opfern den da. Jetzt kriegen wir gleich ein Fängermonster. Ja, animier dich mal schneller hier. Komm, wir haben noch mehr von diesem Duell. Gegner schlagen zum Beispiel. Immer von großem Vorteil, wenn man ein Duell gewinnt. Im Allgemeinen. So, und du greifst das verteidigende Monster an. Es ist automatisch zerstört. Angriff. Jetzt wird es langsam schwierig. Gerümpel Berserker und Sternstaubdrache. Nette Kombo. Das macht Mutu den Fallen zurück. Ich frage gar nicht erst. Eine Spezialbeschwörung. Nein, ich will nicht noch einen Sternstaubdrachen. Das wäre jetzt wirklich nicht angemessen. Nein. Effekt ignorieren. Viel wichtiger. Jetzt könnte ich noch Sternstaubdrachen, aber warum sollte ich? I've got you, babe. Du liegst zurück, ist mir auch egal. Noch eine kurze Folge, kann ich mitleben. Wie ich das schaffe, hier nebenbei noch immer auf Folgen aufzunehmen, Wahnsinn. Whatever, beschwören. Was könnte ich denn beschwören? Nein, danke, kein Interesse. Und gewonnen. Das war ein spannendes Duell. Bruno, alles in Ordnung? Ich bin okay, mein Freund, aber meine Zeit ist abgelaufen. Jussi, ich war der Meinung, dass man das Schicksal nicht abwenden könnte. Aber dir ist es immer schon gelungen, das Unmögliche möglich zu machen. Du musst Zone besiegen, New Domino City und die Zukunft zu retten. Auf Wiedersehen. Und wie immer löst sich jemand auf unerfindliche Gründe ins Nichts auf, der später aus unerfindlichen Gründen einfach wieder da ist. Lombardenkanone, aha. Lauter tolle Karten, die wir nie gesehen haben. Aber nicht mehr in dieser Folge. Hat er noch Battleback offen? Nee, darf spielen? Auch nicht. Gut, dann nur noch Kartengeschäft, kurze Folge, was soll's. So ist das Leben. Da müssen wir durch. Dreimal Crow. Einfach, weil der die wenigsten Karten hat. Also wir haben die wenigsten aus dem Pack. Odin, Vater der Asen. Haben wir den nicht schon gekriegt? Ralles, der Stern. Kaiserlicher Brauch. Zaregun, uralte Karte. Urmaterialfalke. War nicht schlecht. Egal. Nochmal. Daumen drücken. Fliegende Festung, Skyfire, oh Mann. Lava, Waldfee, Mist, Double Cane, Mann, ist der alt. Schwarzflügel, Prisote, der Rückenwind.
Schwarzflügel Böde, Gegenwind, meine Güte. Wir hören immer Gegenwind hier. Lavalcoatl. Aha. Nebeltal-Schamane. Warum sollte man das tun? Weil es wieder Monster gibt, die, wenn es auf die Hand zurück, spezial beschworen oder auch so blöd. Egal. Locke jetzt nochmal. Das lief gut, das Duell. Locke muss lernen. Und die goldenen Äpfel, sehr schön. Das sagenhafte Ohren. Einhorn. Nicht irgendeins. Das sagenhafte Einhorn. Ein sagenhafter Empfänger. Aha. Haben wir sowas? Wahrscheinlich nicht. Jetzt will ich es wissen. Kleiner nochmal. Kriegen wir jetzt ein sagenhaftes Monster? Los. Ja. Sagenhafter Galabas. Okay. Nordische Elfmara. Ich hasse diese Dinger. Das sind für die, ja, Nordisch schlagt ja alles. Kannst eine Karte auf den Friedhof abwerfen, mein offenes Monster, das den Gegner kontrolliert, mit Defense kleiner, leichter Angriff, dieser absolvieren, das ist schon. Dieser Karte oder der Karte, die ich abgeworfen habe? Ist wieder nicht klar. Zwei Erde-Synchro-Monster. Während ich mit dem Spiel mit der Karte. Moment. Zwei Erde-Synchro-Monster müssen wir fusionieren. Ach, du Schande. Nein, er spielt ein Minispiel, wenn ihr Karte effekt der Würde, die eine Karte auf den Spielfeld fällt, du kannst ja Karte voneinander finden. Ja, warum? Auch nicht. Schwarzflügel, Ghibli, der Stein gewinnt. Niedlich. Selbstverständlich. Für die Live-Monster spielt diese Karte Tat. Da ist man Chance. Okay. Geht klar. Das war's für diese Folge. Beim nächsten Mal weiter. Kurze Folgen, auch nicht schlecht. Haben wir mehr Story, mehr Thumbnails. Oh Gott, noch mehr Arbeit. Die Thumbnails werden hier mal anstrengend. Was soll's? Bis dahin. Xenout.